ist schon der Weg, oder? Komm nicht, da kommt die Dickung, kannst du vorgehen. Gib mich, geh vor. Ich hab Frau gewaschen. Die habe ich gefunden, der Hand. Lederleine habe ich auch gefunden, eine ganz hübsche. Ja, ja. Macht sich gut bei mir zu Hause. Ja, links rum halt, ne? Emil! Sag er hier! Hans, links rum kommst du schon durch! Hast du hier! Komm!
Schnauze zu! Normal ist es nicht. Geh du von oben, ich geh von unten. Die stellt sich immer wieder. Die stellt sich da wieder drin. Die stellt sich immer wieder. So, hallo Leute, in dem Video, was ihr jetzt so gesehen habt, war vom Prinzip her eine ganz, ganz ruhige Drückjagd, also ist eigentlich nicht viel passiert, wir sind ein bisschen spazieren gegangen, auf gut Deutsch gesagt, und hatten dann halt nur unsere jüngeren, beziehungsweise nicht ganz so scharfen Hunde dabei, also die Dackel und zwei etwas jüngere Terrier und ein Weimaraner in der Ausbildung. Ja, und was man jetzt dann zum Schluss vom Video sieht, wo die Technik dann wieder mal komplett versagt hat, weil das Ding ist mir im Gehäuse beschlagen. Die Kamera, also die Bilder sind ziemlich unscharf. Und ja, was ist passiert? Das ist also mittlerweile ein Trend. Ja, Cäsar, du müsst jetzt wieder auf den Arm. Ein Trend, den ich bzw. wir immer mehr beobachten bei den Wildschweinen, ist, dass die also teilweise komplett stehen bleiben. Das heißt, also ein Großteil hat sich da schon in Bewegung gesetzt, in dem Teil, den wir beunruhigt hatten. Aber die erfahrenen, ja, ich sag immer, Bachen sind immer viel schlimmer. Die erfahrenen Tiere haben sich also da komplett gestellt bzw. hingestellt und gesagt, naja, dann lassen wir die jetzt mal schön an uns vorbei marschieren. Die Hunde haben sie dann trotzdem gefunden. Die hat sich dann natürlich in die Brombeeren dementsprechend eingeschoben. Und wir sind halt in der Annahme gewesen, ja Cäsar, jetzt ist gut, dass das Tier also krank oder verletzt ist, weil es sich halt dann den Hunden stellt. Man sieht es jetzt teilweise recht schön, also die Dackel haben es dann gefunden, fleißig verbellt und die Terrier auch. Und da wir halt dann keine Hunde da hatten, die dann das Wild binden, bis halt auf den Weimaraner vom Kollegen, der jetzt in der Ausbildung so ein bisschen ist, aber auch schon den entsprechenden Elan bei der ganzen Sache zeigt. Man hat dann gesehen, ich bin also dann ins Gebüsch rein, habe also gesehen, dass sich die Sau immer wieder stellt. Der Kollege hat dann, der Kollege hat dann den Weimaraner geschnallt, um praktisch die Sau zu binden. Der hat sie auch dann, aus den Dickungen rausgehauen.
ist auch dann am Vorderlauf verletzt worden. War aber wie gesagt nur so ein Riss oder Schnittwunde, die haben wir dann schnell zugetackert. Aber es ist einfach schon interessant zu sehen, dass sich diese Tiere einfach reinstellen und sagen, naja komm, da sind jetzt 5, 6 kleine Hunde, die sollen wir machen. Da geht mir eh keiner her und dann wirklich auch erst gehen, wenn ein großer oder ein scharfer Hund hingeht und dann versucht zu greifen, was er dann auch ein bisschen mit einer Blessur oder Verletzung bezahlt hat, der Weimaraner. Ja, meine Heidi, Dana waren ja beide im Krankenstand sozusagen. Der eine scharfe Jagdterrier, den haben wir dann ein bisschen geschont und nicht mitgenommen, weil er, wie gesagt, seine zwei Mädels nicht dabei hatte. Und ja, so ist es. Man sieht es jetzt da ganz kurz. Also man ist auch da sehr hektisch und auf Adrenalin, wenn so ein Schweinchen nicht gehen will, beziehungsweise sich immer wieder stellt. Und man sieht richtig, wie sie uns da, was heißt verarscht hat, da von Brombeeren zu Brombeergebüsch gesprungen ist und sich immer wieder eingestellt hat. Und dann also wirklich also nur im letzten Moment mit Druck vom, vom Hundeführer dann erst gegangen ist. Und das sind also auch so Tiere, die dann also die Hunde verletzen. Ich habe es auch drinnen gesehen, also sie ist dann auch in den Angriff übergegangen. Erst als ich dann einmal ums Gebüsch rum bin, ich sage, das ist einfach scheiße, weil wenn die Technik nicht funktioniert, hat sie sich erst in Bewegung gesetzt. Ich habe also dann auch die Lanze schon bereit gehabt, so nach dem Motto, ja, dann komm mal her, ne? Und dann ist das Tier also erst gegangen. Ist so ein Trend, dass also die Wildschweine, die schon ein bisschen Drückjagden am Buckel haben, immer schwerer gehen und immer mehr kämpfen und das Spiel kennen. Und das natürlich dementsprechend auch an jüngere Mitglieder weitergeben. Und das ist halt so ein bisschen ein Trend, dass also die Wildschweinbejagung immer schwieriger, immer härter wird. Und man also da schon fast, sehr, sehr scharfe Hunde braucht, beziehungsweise immer beim Hund dabei ist. Also wenn man dann sieht, GPS-Gerät, sagst du, jetzt gehen wir wieder runter, Dickerchen. Ja. Wenn man dann immer wieder sieht, aha, da passiert was, das Tier rührt sich nicht, hinterhergehen. Die Wildschweine arbeiten also da die Hunde regelrecht auf. Und wenn man, wie gesagt, scharfe Hunde hat, die auch greifen, dann ist das Ding sowieso und auch das Hinterhergehen ein Muss. Ja, man hat es dann gesehen, hört Standlaut und dann Gas geben und hin. Und dann kommt genau sowas raus. Ich habe es versucht, euch einzufangen, aber unter den Bedingungen, wo wir bzw. ich arbeiten, ist einfach mit Filmen sehr schwierig. Und da ist mir ein paar gute Bilder, die sind mir auch scheißegal, Hauptsache praktisch das Wild wird auf die Läufe gebracht, erlöst oder erlegt. Und Hauptsache man ist bei den Hunden, der Rest ist scheißegal. Ja, das war's. Ganz kurzes Video. Wildschwein stellt sich, oder Bache, Wildschwein, das war eine Bache, glaube ich, stellt sich. Ja, das war's. Vielen Dank. Macht's es gut. Euer Waldläufer.